Kapitel 7 – Neue Erkenntnisse. In den nächsten Tagen genossen sie die neue Nähe und Vertrautheit. Um sich von den Strapazen der Anhörung zu erholen, durfte Draco eine Woche lang auf Muggelkunde verzichten. Da er jedoch weiterhin sehr große Angst vor Greyback hatte, ließ Harry ihn nie allein. Trotzdem beschloss Draco bei einer Sitzung mit der Geistheilerin, diese Thematik anzusprechen. Schließlich konnte es nicht für immer so weitergehen. Ein paar Tage später nahm er endlich seinen ganzen Mut zusammen. »Wie geht es Ihnen heute, Mr. Malfoy?« »Es geht so.« Er atmete tief durch. »Ich habe da nur ein kleines Problem.« Und dann erzählte er von seinen Träumen, die eben doch keine Träume waren. Die Geistheilerin hörte aufmerksam zu. »Wann haben denn diese Episoden angefangen?« wollte sie wissen. »Nachdem meine Mutter das Mähner verlassen hat. Ich erinnere mich noch genau. Damals saß ich abends im Wohnzimmer und erinnerte mich daran, wie wir früher alle hier hockten, wartend darauf, was der dunkle Lord als nächstes befehlen würde. Die anderen Mitglieder sind alle auf ihre Art mit dem Warten und der Anspannung umgegangen. Greyback liebte es über alle Maßen, mich zu erschrecken und mit mir zu spielen, wie er es nannte. Bei der Erinnerung daran schauderte er. Er sagte immer, ich würde so zart wie ein kleines Kind riechen. Und die biss er am liebsten. Kurz hielt er inne und bemühte sich, ruhiger zu werden. Jedenfalls dachte ich an damals zurück. Währenddessen muss ich wohl eingeschlafen sein, und dann war er da und jagte mich. Nachdenklich rieb sich die Geistheilerin über das Kinn. »Aber Sie sagten vorhin, dass es doch keine Träume wären und auch kein Geist?« »Genau. Harry war ja einmal anwesend und er konnte niemand sehen. Wir waren aber beide wach.« »Ich verstehe.« Sie musterte ihn prüfend. »Wie haben Sie sich denn vor diesen Episoden gefühlt? Und denken Sie auch an Ihre Umgebung, in der Sie ihn gesehen haben. Hat sie dort etwas an ihn erinnert?« Nachdenklich starrte Draco vor sich hin. Eine ganze Weile später hob er den Kopf. »Also, davor hatte ich immer irgendwie Stress, hatte Angst oder war beunruhigt. Und was die Umgebung betrifft, es waren häufig Situationen, die ich so ähnlich auch schon mit ihm erlebt habe, glaube ich.« Unglücklich ließ er den Kopf hängen. »Ich verstehe einfach nicht, warum das alles überhaupt noch passiert. Er ist doch tot. Ich weiß genau, dass er tot ist. Warum also?« Sein Kiefer malte. Zorn und Verzweiflung kämpften in ihm. »Überhaupt, diese ganzen Sachen, die mich immer noch belasten, warum tun sie das?« Er hob die Hände und ließ sie fallen, schüttelte den Kopf. »Es sollte alles vorbei sein. Es sollte mir gut gehen. Die Menschen, die mir früher das Leben zur Hölle gemacht haben, sind nicht mehr da. Und ich lebe auch nicht mehr im Mainer mit den ganzen Flüchen und Erinnerungen. Warum geht es mir dann trotzdem nicht gut?« Voller Mitgefühl sah ihn die Heilerin an. Sie schwieg einen Augenblick und schien nachzudenken. Schließlich ging ein kleiner Ruck durch ihren Körper. Sie wirkte entschlossen. »Ich werde Ihnen gleich etwas zeigen. Erschrecken Sie sich nicht. Sie brauchen sich nicht zu fürchten, aber ich glaube, auf diese Weise kann ich es Ihnen besser erklären.« Sie hob ihren Zauberstab, sprach eine Formel und machte eine fließende Bewegung vor ihrem Gesicht. Draco zuckte zusammen. Die Hälfte ihres Gesichtes war plötzlich stark entstellt. Tiefe, breite, gerötete Furchen zogen sich darüber. Auch ein Auge war in Mitleidenschaft gezogen. Sofort hob sie erneut den Stab und legte wieder die alte Illusion darüber. »Als ich noch ein Kind war, lebte ich mit meiner Familie ganz in der Nähe eines Drachengeheges. Ich liebte Drachen über alles und schlich mich gerne ungesehen in die Gehege. Es ging lange Zeit gut, doch eines Tages erschreckte mich ein Geräusch von außerhalb und ich war abgelenkt. So bemerkte ich nicht, wie sich mir ein Drache genähert hatte, und als ich mich umdrehte...« Sie stockte kurz. »Nun, er verpasste mir mit seinen Krallen diese Narben.« Ihre Hand zitterte leicht und sie nahm sich ein Glas mit Wasser und trank.
Es war nur eine Sekunde Unachtsamkeit und sie hat mein Leben komplett verändert. Die ganze Sache an sich dauerte 5 Minuten, aber danach musste ich jahrelang kämpfen. Ich versuchte, es rückgängig zu machen, es zu heilen. Wieder schwieg sie. Etwas mehr als 7 Jahre habe ich gebraucht, um es zu akzeptieren und einen Weg zu finden, damit zu leben, glücklich zu sein. Nun sah sie ihn eindringlich an. 5 Minuten, Mr. Malfoy. So lange hat mein traumatisches Erlebnis gedauert. Wie lange haben Sie gekämpft, gelitten? Wie oft wurden Sie verwundet? Man kann Ihre Narben nicht sehen, doch sie sind da. Jetzt stand sie auf, kam zu ihm und drückte seine Schulter. Geben Sie sich Zeit, um zu heilen. Sie haben das Recht, traurig, unglücklich, wütend und ängstlich zu sein. Sie haben das Recht, sich Zeit zu lassen. Er hatte gebannt, aber auch voller Schrecken gelauscht. Das ist furchtbar. Ich kann das nicht. Entsetzt blickte er zu ihr auf. Gibt es denn keinen Trank, den ich nehmen kann, oder etwas anderes, das ich tun kann? Sanft tätschelte sie seine Schulter und setzte sich dann wieder. Sie werden das schaffen, da bin ich mir sicher. Erinnern Sie sich, Sie haben mir von Ihrem Entschluss erzählt. Das war ein großer Schritt. Sie lächelte aufmunternd. Wir werden weiter gemeinsam daran arbeiten. Es heißt ja auch nicht, dass es bei Ihnen so lange dauern muss. Ich habe damals keine Therapie begonnen und wollte lange nicht darüber sprechen. Am Anfang wird es manchmal recht schmerzhaft sein, alles wieder durchzugehen, doch mit der Zeit wird es leichter. Irgendwann ist es wie mit meinen Narben heute. Wenn ich mein Gesicht zu stark verziehe, zieht es. Manchen Gesichtsausdruck bekomme ich nicht gut hin, aber das ist einfach so. Niemand ist in allem perfekt. Sie atmete kurz durch. Und ja, es gibt Zeiten, wenn ich in den Spiegel sehe, erschrecke ich mich. Doch auch das geht wieder vorbei. Eine Weile war es wieder still zwischen ihnen, bis sie erneut das Wort ergriff. Was die Tränke betrifft, es gibt keinen Trank, der geistige Verletzungen dieser Art heilt. Aber selbstverständlich gibt es unterstützende Tränke. Einen davon nehmen Sie zurzeit ja auch schon. Draco schloss die Augen. So hatte er sich sein zukünftiges Leben nicht vorgestellt. Als er seine Augen schließlich wieder öffnete, begegnete er ihrem Blick. »Wissen Sie, es wird besser. Sehr viel besser. Sie werden es nie vergessen, das gehört zu Ihrer Geschichte. Doch ich werde Ihnen helfen, Ihr Leben umzustellen. So, dass es ein lebenswertes, vielleicht sogar glückliches Leben ist.« Ein letzter freundlicher Blick. Sie stand auf und wollte schon zur Tür hinaus, da wandte sie sich ihm noch einmal zu. »Was den Werwolf betrifft, wir werden in der nächsten Sitzung erneut darüber sprechen, daran arbeiten und gemeinsam Strategien entwickeln. Behalten Sie bis dahin Ihre derzeitige Strategien bei. Im Notfall soll Mr. Potter ein Patronus sprechen, der hilft auf jeden Fall.« Überrascht blinzelte Draco. »Ein Patronus?« »Genau. Auf Wiedersehen, Mr. Malfoy.« Die Tür schlug hinter ihr zu. Er saß noch eine ganze Weile da und grübelte über ihre Worte nach. Einen Tag später saß er abends am Kamin und blickte in die Flammen. Er war nervös. Morgen sollte seine erste Stunde Muggelkunde bei einer neuen Lehrkraft beginnen. Wer ihn unterrichten sollte, hatte man ihm nicht gesagt. Er würde die Person im Ministerium treffen und alles Weitere mit ihr besprechen. »Hoffentlich ist es niemand, der mich oder meine Familie hasst. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit wohl dafür war?« »Ziemlich hoch«, schätzte er. Nur weil jemand Muggelkunde gab, war er noch lange kein guter Mensch. Andererseits hassten auch viele gute Menschen ihn. Kein Wunder. Schließlich hatte er sich selbst auch gehasst und er war ein ehemaliger Todesser. Müde rieb er sich über das Gesicht. Wieder einmal dachte er an Todesser. Ja, auch das war ein Thema, das ihn nicht losließ. In diesem Augenblick schien das dunkle Mal unter seiner Haut zu brennen. Erschrocken schob er den Ärmel seiner Robe hinauf. Das Mal pulsierte und die Schlange wand sich aus dem Schädel heraus. Vor Entsetzen brachte er keinen Ton hervor, starrte nur. »Komm, der Meister ruft. Na komm schon, Draco«, flüsterte eine süßliche Stimme in sein Ohr. Ein heißer Atem streifte ihn und ein fauliger Geruch drang ihm in die Nase.
Er konnte sich nicht rühren, keinen einzigen Muskel. Greyback legte ihm die Hand auf die Schulter. Innerlich erbebte Draco, alles in ihm schrie. Hoffentlich kam Harry bald von der Toilette zurück und hoffentlich würde er Dracos Problem bemerken. Lange konnte er das nicht mehr ertragen. Eine zweite Hand legte sich auf seine andere Schulter. Der heiße Atem strich über seinen Nacken. Draco konnte es nicht mehr ertragen. Er war immer noch bewegungsunfähig. Wenn er zaubern könnte, vielleicht sollte er sich wie früher in seinen inneren Raum zurückziehen, alles ausblenden. Andererseits wollte er nicht mehr passiv sein. Doch was konnte er tun, bewegungsunfähig wie er war? Wieder dachte er ans Zaubern. Könnte er nur ein Patronus versuchen? Bisher hatte er ihn noch nie hinbekommen. Was musste man da genau machen? Richtig, an glückliche Erinnerungen denken. Und so dachte er nach. »Hey, Draco, alles klar bei dir?« Harry kniete vor ihm. »Geht es dir gut?« Überrascht sah Draco ihn an, blinzelte. Dann blickte er sich um. Kein Greyback weit und breit. Er war einfach verschwunden. »Jetzt geht es wieder. Ich habe vor ein paar Minuten Greyback gesehen. Besser gesagt, gehört und gefühlt.« Nachdenklich runzelte er die Stirn. »Eigentlich ist es eine Erinnerung, glaube ich.« Seine Augen glitten zum Feuer, beobachteten die Funken, die sich lösten und davonflogen. »Ja, ich bin mir sicher. Genauso war es damals auch«, sagte er langsam. »Ich war nervös und saß an einem Kamin. Wir warteten auf ein Zeichen vom dunklen Lord. Wir sollten bald ein großes Muggelhaus stürmen. Greyback schlich die ganze Zeit im Raum herum. Er war aufgebracht, weil er so lange schon niemand mehr verwandeln konnte. Das bereitete ihm besonderes Vergnügen, weißt du? Und dann...« Ein Schauder überlief ihn. Harry, der im Schneidersitz zu seinen Füßen sah, nahm Dracos Hand und drückte sie fest. »Erzähl weiter, ich bin bei dir«, sagte er leise. »Das dunkle Mal brannte. Der Meister rief uns, und ich saß wie versteinert da, wollte nicht gehen.« Er schloss kurz die Augen, konzentrierte sich auf Harrys Hand. »Greyback kam zu mir, flüsterte in mein Ohr und legte seine Hände auf meine Schultern. Ich konnte seinen Atem riechen.« Er stockte. Ein Zittern durchlief ihn. Mit einem Satz sprang Harry auf und stellte sich hinter Draco, schlang die Arme fest um ihn. »Ich halte dich, dir kann nichts passieren.« Liebevoll schmiegte er sein Gesicht an Draco. »Ist das angenehm für dich?« Draco seufzte leise auf. Ein wenig von seiner Anspannung verschwand. »Ja, danke. Willst du noch weiter erzählen?« Er atmete tief ein und aus. »Es ist vielleicht ganz gut. So viel war es gar nicht mehr, aber trotzdem macht mir der Gedanke immer Angst.« Nach einer kurzen Pause fuhr er fort. Er neigte seinen Kopf und schnüffelte an mir, sagte, wie köstlich ich riechen würde und wie gerne er mich beißen würde und dass wir hier gemeinsam viel Spaß haben könnten, dass der dunkle Lord uns vielleicht nicht mal vermissen würde. Ohne dass er es wahrnahm, ballte sich eine Hand zur Faust. Als er dann seine Hände wieder an meinen Hals legte, bin ich appariert, direkt zu dem Muggelhaus. Wieder zitterte er, Tränen liefen nun über sein Gesicht. Dort war es laut, Chaos herrschte. Die Todesser und der dunkle Lord hatten ihren Spaß. Was sie getan haben, was ich tun musste. Wieder erschauerte er. Bis heute frage ich mich, ob es besser gewesen wäre, wenn ich mit Greyback zurückgeblieben wäre. Ihn hätte machen lassen. Vielleicht hätte es etwas geändert. Erschöpft lehnte er seinen Kopf nach hinten. Eine Weile schwiegen sie beide. Ab und zu strich Harry ihm über die Wangen, trocknete die Tränen. Endlich sagte er, »Auch wenn es sich einerseits schrecklich anhören mag, weil Menschen verletzt worden sind, bin ich froh über deine Entscheidung. Sonst wärst du nicht hier. Und ich denke auch, für die Muggel hätte es keinen Unterschied gemacht. Es hätte nur ein Opfer mehr gegeben, nämlich dich.
und ich bin so glücklich, dich bei mir zu haben.« Behutsam ließ er ihn los und stellte sich vor ihn, sah ihm in die Augen. »Ich bin wirklich gern mit dir zusammen, du machst mich glücklich.« Nun beugte er sich vor und küsste ihn zärtlich. Heute war Harry nervöser als er. Kaum stand er mit Draco vor einer schmalen Tür, welche in den Raum führte, in dem Draco seine erste Stunde Muggelkunde haben würde, wippte er unruhig auf seinen Fußballen auf und ab. »Was ist denn heute los, Harry? So unruhig kenne ich dich gar nicht.« Fragend musterte Draco ihn. Er sah heute auch zerknautschter aus als sonst. Die Haare standen in alle Richtungen ab, sein Pullover war der von gestern und die Jeans voller Falten. Sicher, Harry hatte schon immer den gemütlichen Look bevorzugt, aber heute sah er müde und verschlafen aus. Und wenn Draco so darüber nachdachte, war Harry heute nur sehr schwer aus dem Bett gekommen. Wieder zappelte Harry mit den Füßen und blickte im Flur umher. »Ach, na ja!« Jetzt kratzte er sich am Kopf. »Solange du hier bist, besuche ich Ginny.« Er zupfte an seinem Pullover herum. »Ehrlich gesagt, war ich schon lange nicht mehr bei den Weasleys. Hatte irgendwie nie Zeit.« Unruhig irrte sein Blick wieder im Flur herum. »Molly ist bestimmt sauer auf mich.« Er seufzte leise und blickte Draco endlich an. Da sie ihr Verhältnis zuerst nicht jedem auf die Nase binden wollten, konnte ihn Draco hier nicht einfach küssen. Also trat er näher und nahm Harrys Hand in seine, drückte sie. »So wie sie dich immer angesehen hat, liebt sie dich. Sie wird dir bestimmt nicht böse sein, wenn du es ihr erklärst. Sei einfach ehrlich zu ihr. Ich denke, dann versteht sie es auch.« Harry atmete hörbar aus. »Danke.« Er lächelte warm. »Ich hoffe wirklich, du hast recht.« Gerade wollte er auf ihre Vereinbarung pfeifen und Harry küssen, als hinter ihnen Schritte ertönten. Sie drehten sich um. »Hermine, wie schön, dich zu sehen!« Strahlend ging Harry auf sie zu und umarmte sie. »Harry, ich freue mich auch. Wie geht es dir? Wie geht es euch?« Sie lächelte herzlich, drückte Harry und machte sich kurz darauf wieder los. Mit einem Lächeln ging sie auf Draco zu und streckte die Hand aus. »Hallo, Draco, wie geht es dir?« Beklommen sah er sie an, versuchte zu lächeln. »Hallo, Hermine? Es geht mir gut, danke. Wie geht es dir?« Die Worte kamen ganz automatisch aus seinem Mund, während sein Gehirn noch unter Schock stand. »Sie war nur zufällig hier, oder? Bestimmt war sie nicht seine Muggelkundelehrerin. Er konnte unmöglich fast jeden Tag Zeit mit ihr verbringen, sich jeden Tag daran erinnern, was ihr im Manor passiert war, was dort mit anderen Menschen passiert war.« Er blinzelte, schluckte. Eine sanfte Berührung an der Hand brachte ihn in die Gegenwart zurück. »Draco, ich gehe jetzt. Hermine sagt, ich soll dich in 2 Stunden abholen. Schreib mir auf deinem MacSpeak, falls du mich brauchst. Ich komme dann so schnell ich kann.« Wie in Trance drehte er den Kopf und sah zu Hermine Granger. »Du unterrichtest mich in Muggelkunde?« fragte er leise. Sie nickte, lächelte. Dann öffnete sie die schmale Tür und trat ein. Kurz hob sie noch die Hand zum Gruß. »Bis später, Harry!« Dieser tätschelte Dracos Hand, ließ ihn schließlich los und ging. Langsam folgte Draco ihr hinein. Es war ein kleines Büro. An den Wänden stand alles voller Bücherregale, während sich mittig im Raum ein Tisch mit 2 Stühlen befand. Ein kleines magisches Fenster und eine Deckenleuchte spendeten etwas Licht. »Setz dich doch«, sie deutete auf einen Stuhl. »Ich weiß, es ist eng hier, allerdings werden wir den Raum fast nie nutzen. Ich halte einen praktischen Unterricht für sinnvoller. Das bedeutet, wir werden viel unterwegs sein, damit du erleben kannst, von was ich spreche.« Er blickte sie überrascht an. Das klang sehr interessant. Hatte er sich in der jüngeren Vergangenheit nicht schon einige Male gewünscht, Muggelsachen in den Händen zu halten und ihre Funktion zu testen? Sein Blick fiel auf den Stuhl und er setzte sich umständlich. Das war gar nicht so einfach, weil er auf Rollen stand und immer wegrollte, wenn er sich setzen wollte. Granger lächelte. Man nennt diesen Stuhl Bürostuhl. Er wurde so gebaut, dass man längere Zeit bequem darauf sitzen kann und auch nicht aufstehen muss, wenn man sich etwas in der Nähe holen will. Dafür sind die Rollen da. Du kannst es gerne ausprobieren.« Nun hob sie den Zauberstab und ließ ein Tablett, welches auf einem Regal gestanden hatte, herbeischweben.
Sie füllte die Kanne mit einem Zauber auf und ein Duft von Kaffee stieg Draco in die Nase. »Möchtest du was trinken? Die Auswahl ist nicht besonders groß, aber du kannst zwischen Wasser, grünem Tee oder Kaffee wählen.« Nervös rieb sich Draco unter dem Tisch die Hände. Er schwitzte. »Nein, vielen Dank«, sagte er kühl. Wieder ein Automatismus. Vermutlich hatte er sogar den höflich blasierten Gesichtsausdruck von früher aufgesetzt. Mist, das wollte er doch nicht. Sie war eine Freundin von Harry, und mit seinen Freunden wollte er sich auf jeden Fall gutstellen. Ob er da überhaupt Chancen hatte? Eigentlich hatten sie viele Gemeinsamkeiten. Ja, na klar, sie ist eine Muggelgeborene. Ihr habt überhaupt nichts gemeinsam. Diese Stimme klang verdächtig nach seinem Vater. Aber er würde sich davon nicht beeinflussen lassen. Nicht nochmal. Nein, stattdessen würde er etwas anderes versuchen. Er räusperte sich. Hör mal, das, was damals passiert ist, im Manor. Es tut mir sehr leid. Nervös knetete er seine Hände. Den Blick auf den Boden gerichtet, fuhr er leise fort. Wenn ich es ungeschehen machen könnte. Auch die Schimpfwörter, die ich benutzt habe und die Dinge, die ich zu dir gesagt habe. Es war, sich bei jemand zu entschuldigen, vor allem jemand wie Hermine, war ungewohnt. Die richtigen Worte kamen nicht so einfach. Er musste danach suchen. Es war falsch, gemein. Langsam hob er den Blick und blickte sie entschlossen an. Es tut mir ehrlich leid. Würde sie ihm vergeben? Scheinbar hatte er sie sprachlos gemacht. Sie schwieg nämlich, die Sekunden verstrichen. Endlich sprach sie doch. Danke für die Entschuldigung, Draco. Seinen Namen sprach sie auch jetzt langsam aus. Man merkte ihr an, es fiel ihr noch schwer. Fast hätte er erleichtert aufgeseufzt. Vielleicht könnten sie miteinander auskommen. Harry würde sich darüber bestimmt freuen. Hör mal, da wir gerade so ehrlich zueinander sind, ich muss mit dir über etwas sprechen, deshalb habe ich Harry gebeten, eine Stunde später zu kommen. Sofort stieg Sorge in ihm hoch. Es war sicher albern von ihm. Er kam sich in den letzten Jahren immer mehr wie ein anderer Mensch vor. Seine Gefühle, die er früher so gut hatte verbergen und in sich verschließen können, drangen mehr und mehr an die Oberfläche. Am meisten ärgerte er sich über seine Schwäche, Ängstlichkeit und Furcht. Er ging inzwischen bei fast allem vom Schlimmsten aus. »Draco?« Fragend blickte Granger ihn an. »Hermine«, korrigierte er sich in Gedanken. »Entschuldige, was sagtest du?« »Ich mache mir Sorgen um Harry. Es ist schon eine Weile her, dass Ron oder ich ihn gesehen haben.« Ernst fuhr sie fort. »Du hast vermutlich auch von seinen Schwierigkeiten mitbekommen. Hat er dir erzählt, was er gemacht hat, bevor er am Partnerprogramm teilgenommen hat?« Mit einem Stirnrunzeln hörte er zu und nickte vorsichtig. Er wollte ihr nichts erzählen, was Harry vielleicht geheim halten wollte. Andererseits hatte er gesagt, sie und Ron hatten ihn zur Geistheilerin geschickt. Also mussten sie von seinen Problemen wissen. Eigentlich sagte er, dass er das Haus kaum noch verlassen hätte und nur zu Hause war, meinte er. Sie nickte. Das ist richtig, aber er hat ihr vermutlich nicht erzählt, wie schwer es ihm bis heute noch fällt, aus dem Haus zu gehen. Je mehr Menschen er treffen muss, desto schlimmer. Er nimmt zwar manchmal Tränke, um wichtige Termine wahrzunehmen, aber die haben auch Auswirkungen auf sein restliches Verhalten. Deshalb nimmt er sie nur im Notfall. Seine Augen wurden größer und größer. Dass es so schlimm war, hatte er nicht bemerkt. Allerdings erklärte das einiges. War er deshalb bei der Gerichtsverhandlung so eigenartig distanziert? Bevor Hermine eine Chance hatte zu antworten, sagte er hastig, »Sorry, das kannst du vermutlich gar nicht wissen. Bestimmt warst du nicht dort.« Ein kleines Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Doch, das war ich. Genau wie Ron. Wir haben uns extra freigenommen, um Harry zu unterstützen, weil es ihm so wichtig war.« Für kurze Zeit wirkte ihr Blick abwesend. Dann sprach sie weiter. »Du hast recht, Harry hat damals ein paar Tränke genommen. Je mehr seine Nervosität steigt, desto mehr arbeiten die Tränke und desto größer die Nebenwirkungen.« »Oh«, entwich es Draco. »Interessant. Diese Tränke muss ich mir unbedingt ansehen. Vielleicht kann ich daran etwas verbessern.«
Da leuchteten ihre Augen auf. »Ja, das wäre toll. Wir könnten uns danach austauschen. Ich arbeite nämlich ebenfalls daran.« Jetzt war es an ihm zu lächeln. Das Angebot klang sehr verführerisch. Endlich raus aus dem Haus, etwas Normales tun, ein Hobby pflegen, es mit Gleichgesinnten teilen. Sehr gerne. Bald darauf wandten sie sich den zukünftigen Stunden Muggelkunde zu und planten gemeinsame Exkursionen. Als es plötzlich an der Tür klopfte und Draco auf die Uhr blickte, konnte er gar nicht fassen, wie schnell die Zeit verflogen war. »Hermine, eine letzte Frage noch. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet du mir Unterricht gibst. Habe ich recht?« Ein verschmitztes Lächeln war die Antwort. Dann sagte sie, »Da hast du allerdings recht. Als ich davon gehört habe, meldete ich mich sofort freiwillig. Ich war ehrlich gesagt neugierig, wie du jetzt so bist. Außerdem haben sich ein paar Leute gemeldet, die dir eine Lektion erteilen wollten. Das konnte ich nicht zulassen, denn du bist meiner Meinung nach schon genug gestraft.« Er schluckte. »Danke«, brachte er heiser hervor. »Bis morgen.« Wieder zu Hause angekommen, eilte Harry in die Küche. Da er deutlich mehr vom Kochen verstand als Draco, bereitete er immer ihre Mahlzeiten zu. In einem gemächlichen Tempo folgte Draco ihm. Es interessierte ihn schon sehr, wie das Gespräch mit dieser rothaarigen Hexe gelaufen war. Aber Harry wirkte zerstreut und durcheinander. Da wollte er ihm ein wenig Zeit geben, um sich zu sammeln. In der Küche angekommen, setzte er sich schweigend an den Esstisch und blätterte in einem magischen Atlas herum. Seit seiner letzten Anhörung suchte er nach schönen Städten, die er besuchen wollte. Die Liste wuchs unaufhörlich. »Du kannst den Tisch decken«, sagte Harry irgendwann. Draco klappte das Buch zu und legte es zur Seite. Mit einigen Schlenkern seines Zauberstabs deckte sich der Tisch von ganz allein. Wie sich herausgestellt hatte, war hierbei Draco der Experte. Kurze Zeit später wünschten sie sich einen guten Appetit und begannen zu essen. Da Draco nervös war, machte sein Magen wieder einmal dicht. Also gab er sich einen Ruck und fragte, »Wie war dein Besuch bei den Weasleys?« Wie auf Kommando legte Harry seinen Löffel auf den Teller. Er stöhnte gequält. »Ach, nicht so gut, Ginny. Sie spinnt total. Sowas von uneinsichtig. Erst hat sie glatt gelogen und danach meinte sie, wir hätten unsere Verlobung ja nie gelöst.« Genervt verdrehte er die Augen. »Ja, hallo? Eine andere Beziehung spricht doch wohl eine deutliche Sprache.« Wieder ein genervtes Stöhnen. Dann schwieg er, spielte mit seinem Löffel. Molly war aber recht verständnisvoll, meinte er schließlich gedankenverloren. Sie hat vorgeschlagen, uns mal mit Arthur zu besuchen. Jetzt bekam er Bauchschmerzen. Eine verrückte Ginny und Besuch von Harrys Ersatzeltern, das klang nach viel Stress. Obwohl er keinen Ton gesagt hatte, klopfte Harry ihm beruhigend auf den Arm. »Mach dir keinen Kopf. Irgendwann, wenn wir beide so weit sind, melden wir uns bei ihnen. Sie kommen nicht einfach so vorbei.« »Aber du willst sie doch bestimmt gerne bald wiedersehen.« Harry wiegte den Kopf hin und her. »Einerseits schon, aber es wird trotzdem ganz schön stressig. Sie werden viele Fragen haben und ich glaube, dafür sind wir beide noch nicht bereit.« Ein Schulternzucken. »Ich bin es jedenfalls nicht.« war alles, was er hervorbrachte. In ihm kämpften einige Emotionen um die Vorherrschaft. Freude und Liebe, weil Harry so rücksichtsvoll war. Erleichterung, weil er sich noch nicht damit befassen musste. Und verletzter Stolz, weil Harry sich vielleicht schämte für das, was dazwischen ihnen lief. Und da es bisher mit Ehrlichkeit so gut bei ihm geklappt hatte, fragte er, »Ist dir unser Verhältnis peinlich?« Harry runzelte die Augenbrauen. »Was? So ein Blödsinn natürlich nicht!« Er nahm Dracos Hand in seine und verschränkte ihre Finger miteinander. »Aber sie werden Fragen haben. Sie werden wissen wollen, was da zwischen uns läuft, und darauf kann ich im Moment echt verzichten. Ich muss mit meiner Depression noch ganz schön kämpfen, und du?« Seinen Daumen strich liebevoll über Dracos Hand drücken. »Dir geht es zwar besser, aber ich will auf keinen Fall deine Fortschritte gefährden. Außerdem...« Er blickte kurz auf den Tisch, bevor er Draco erneut in die Augen sah. »Ich bin gerne für dich da und will es auch sein. Aber es nimmt mich jedes Mal ganz schön mit,
Mir fehlt im Moment die Kraft, mich mit anderen Menschen außer uns auseinanderzusetzen, gestand er. Er hatte Harry aufmerksam zugehört. Bei seinem Geständnis wurde es ihm ganz warm ums Herz. Gerade Harry musste es sehr schwer gefallen sein, ihm das zu sagen. War er doch der starke, unerschrockene von ihnen beiden. Nun war er es, der ihre Finger miteinander verschränkte. Dann beugte er sich vor, schaute Harry tief in die Augen und sagte leise, »Das ist okay, ich verstehe das. Wir haben doch Zeit.« Ende Kapitel 7